Was geht ab, meine Freunde? Whitey wieder am Start und wir spielen heute eine weitere Runde Bloxfruits. Und das erste Mal wirklich wieder hier auf meinem Main-Account. Warum ich auf meinem Main-Account bin und was ich heute vorhabe oder was ich jetzt in den nächsten Folgen vorhabe, ist eigentlich relativ easy zu erklären. Es gibt jetzt immer mehr Sneak Peeks, was bestimmte Updates angeht und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr zu warten. Also werde ich mir heute genüsslich meine Drachenfrucht einverleiben. So sieht sie gerade im Moment noch aus. Sie wird bald, hoffentlich sehr, sehr bald, anders aussehen. Ich persönlich habe die ja schon seit Ewigkeiten jetzt. Ich spiele super viel nur noch auf dem Zweit-Account. Das heißt, ich habe hier so oder so nicht mehr so viel zu tun. Und ich habe mir gedacht, come on, was soll's. Sie wird jetzt gegessen. Ob das ein Fehler ist? Sehr wahrscheinlich. Ist es mir egal? Ebenfalls sehr wahrscheinlich. Ich habe mir nämlich gedacht, come on. Ich habe hier auf dem Account nicht mehr viel zu tun. Gerade im Moment. Außer zu warten auf das Update. Und ich habe mir gedacht, ich habe tatsächlich die Fruit noch nie ausgetestet. Ich weiß gar nicht, wie die ist. Oder wusste oder weiß gar nicht, wie die ist in der alten Version. Wie soll ich dann nachher vergleichen, wie sie ist in der neuen Version? Also, was mache ich also jetzt? Ich trainiere die alte Version jetzt erstmal hoch, gucke, ob sie mir gefällt und kann dann dementsprechend eine Entscheidung treffen, ob die besser oder schlechter ist als die neue Version der Frucht. Ist es blöde? Wahrscheinlich schon. Ich hätte wahrscheinlich einfach gucken sollen, dass ich so viel wie möglich Profit daraus schlage. Ich hätte die jetzt auch gegen sonstige Sachen tauschen können. Aber ich persönlich, wie gesagt, ich habe die damals gegen die Doe-Fruit getauscht. Die Doe-Fruit habe ich mittlerweile zweimal, glaube ich, aktuell wieder. Und damals war es halt einfach so, dass man die Drachenfrucht im Prinzip hinterhergeworfen gekriegt hat dafür. Und ich habe mir so gedacht, pff, was soll's. Ich nehme die Drachenfrucht, habe die jetzt seit Ewigkeiten, ich glaube, im gefühlt fünften Video, was man sehen kann auf meinem Kanal, habe ich schon die Drachenfrucht. Oder besitze ich schon die Drachenfrucht, weil ich relativ früh auch die Doe-Fruit gezogen hatte, damals. Es ist halt, ja, was soll ich sagen? Es ist einfach schon Ewigkeiten mein Traum gewesen, das zu ziehen, beziehungsweise die zu besitzen und zu benutzen. Warum sollte ich es jetzt einfach nicht machen? Es ist doch, also, es wäre halt stupid. Sagen wir es mal so. Genau, was übrigens auch super stupid ist und was auch einer meiner Träume ist, den ihr aber nur erfüllen könnt und nicht ich, ist, dass ihr ein Like und ein Abo da lasst. Ich habe aktuell noch knapp 80% von euch sind keine Abonnenten. Es würde mich also megamäßig freuen, wenn der ein oder andere einfach mal ein Abo da lassen würde, damit dann dementsprechend meine Abonnentenzahl bis Ende des Jahres auch noch auf die 10k hochsteigt. Das würde mich auf jeden Fall megamäßig freuen. Oh, so. Bam. Ich habe hier gerade im Moment nur die eine Attacke. Was soll ich machen? Ja, das wäre nämlich so das Ziel für dieses Jahr. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Und wie ihr wisst, ich bin Paluten-approved. Das heißt, es gibt keinen Grund mehr für euch, dass ihr mich nicht mögen könnt oder solltet. Weil sogar Paluten hat über mich gelacht. Und, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, das habe ich auch in der Zwischenzeit schon mal in einem Shindo-Video gesagt. Falls ihr das nicht gesehen habt, hier ist jetzt auch nochmal die Information dazu. Ich habe in der letzten Zeit sehr häufig nur Short-Videos hochgeladen. Es tut mir auch wirklich leid. Ich weiß, dass ihr da auch schon das bemerkt habt. Ich hatte aber auch zwischendurch einen Community-Post gemacht. Die meisten oder viele von euch haben es wahrscheinlich auch mitgekriegt, aber nicht alle. Deswegen hier nochmal die Erklärung. Meine Katze hatte einen kleinen, aber doch ja, schweren. Ja, doch, ja, ist schon etwas schwerer gewesen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein kleiner Unfall gewesen und auch kein riesiger Unfall. Es war auch kein Autounfall, sondern die hat sich halt tatsächlich mit ihrem Bruder wahrscheinlich gestritten und ist dann irgendwie hängen geblieben mit der Pfote und hat sich dann zweimal die Pfote gebrochen. Was für einen Menschen jetzt halt nicht so schwierig ist, wenn man sich die Pfote bricht, ist es halt einfach, naja, für so eine Katze, die checkt halt nicht so ganz genau, warum sie jetzt halt nicht so viel sich bewegen darf und so weiter und so fort. Und deswegen braucht die halt sehr, sehr viel Pflege, muss halt auch muss bei vielen Sachen geholfen werden. Die darf halt nicht springen, die darf nicht zu viel rennen, die darf insgesamt halt einfach nicht so viele Sachen machen. Und braucht dann halt auch sehr, sehr viel Zuwendung.
Und die möchte ich ihr natürlich auch dann geben. Vor allen Dingen jetzt in der ersten Zeit war es halt auch echt heftig für die Kleine, weil es ihr halt natürlich auch wehgetan hat. Und ja, wie gesagt, da musste ich dann halt einfach ein bisschen Zeit auch dafür investieren und wollte ich auch dafür investieren. Deswegen kamen erstmal relativ viele Short-Videos. Jetzt ist es natürlich so, ich habe trotzdem halt Videos gehabt. Ich habe einfach nur nicht die Zeit gefunden, die zu rendern und dann halt dementsprechend zu schneiden oder Thumbnails zu machen und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass viele halt einfach nicht verstehen, dass es, ja, dass es halt auch wirklich Arbeit kosten und Zeit kosten kann. Und die Zeit hatte ich einfach nicht und habe dementsprechend halt andere Sachen in der Zeit gemacht, die für mich einfach wichtiger waren. So. YouTube ist halt mein Hobby. Und dementsprechend freue ich mich natürlich, wenn ich auch hier Zuspruch kriege und so weiter und so fort. Und ich mache das auch sehr, sehr gerne. Aber wenn halt solche Sachen so sind, das geht halt einfach definitiv vor. So, gut. Ja, wir gehen zurück zur Frucht. Ich finde bis jetzt die eine Attacke auf jeden Fall relativ nice. Zielsicher, macht ordentlichen Damage. Was soll man sagen? Da kann man halt nicht viel zu sagen, ne? So. Schlagen wir den hier mal ein bisschen zu Brei. Bam, bam, bam. Ach, der ist schon zu tot. Nice. Sehr nice. Sehr nice. Ham. Und dann können wir den hier schon mal mit anhitten. Oh, hat er nicht gehittet? Dann hitten wir den jetzt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsfrucht ist. Wie gesagt, mittlerweile aktuell immer noch für mich, ja, es ist immer noch die T-Rex-Frucht. Die T-Rex-Frucht finde ich ziemlich nice. Die Lightfruit finde ich sehr, sehr nice. Die Mammutfrucht finde ich sehr, sehr nice. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Drachenfrucht mir auch eigentlich ziemlich gut gefallen könnte. Ich finde so oder so die ganzen Früchte, wo man sich transformiert, finde ich ziemlich cool. Dementsprechend, ja, muss man halt gucken, wie es aussieht. Wie die sich halt auch verändert, sobald das Update kommt. Falls das Update kommt. Wenn das Update kommt. Und wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, gehe ich halt wieder zurück auf den zweiten Account und spiele da halt dementsprechend weiter. Aber ich hatte jetzt einfach Bock, mal wieder auf dem ersten Account viele Sachen zu erleben. Einfach wieder ein paar neue Sachen zu lernen, ein paar neue Sachen zu machen. Und das sind halt einfach, ja, das ist halt ein ganz anderes Verhältnis mit mir zu meinem Main-Account, weil ich den ja auch wirklich schon seit Ewigkeiten habe. Und da wirklich auch, genauso wie beim zweiten Account natürlich, aber jetzt vor allen Dingen beim Main-Account ist das ja nochmal was anderes, weil ich da einfach noch gar nichts gecheckt habe ganz am Anfang und so weiter und so fort. Und ja, das erste Mal ist immer was ganz Besonderes. Auch bei Blocksfruits. Oh, 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 oh. Und ins Gesicht. So, wir schaffen auf jeden Fall jetzt zumindest die Drachenkralle noch. Würde ich zumindest behaupten. Und dann ist es natürlich immer cool, wenn man trotzdem mal wieder auf dem Hauptaccount ist. Unterwegs ist und da auch mal wieder was macht. Es gibt aber, wie gesagt, einfach nicht so viel zu tun, was es mir jetzt einfach bringen würde, was zu machen. Ich könnte natürlich einfach alle Schwerter sammeln oder so. Aber was bringt es mir? Ich benutze die sowieso nicht. Also, was soll's. PvP-mäßig spiele ich halt nicht. Oder so gut wie gar nicht. Immer nur dann, wenn mich wirklich jemand gerade in dem Moment herausfordert oder so. Dann kommt es halt mal zu einem Fight, den ich nicht immer gewinne, nicht immer verliere. Kommt auch immer drauf an. Dementsprechend, ja. Mann, es ist halt einfach gerade eine verzwickte Situation. Das Update lässt halt ewig auf sich warten. Das macht natürlich sehr viele auch sehr frustriert. Es gibt auch einige, und das weiß ich auch, die mittlerweile Blocksfruits komplett den Rücken gekehrt haben. Was ich schade finde, weil es einfach immer noch ein ziemlich nices Game ist. Mit sehr, sehr viel Möglichkeiten, Sachen zu machen. Wo ist er? Da. Okay. Ist aber weggeflogen. Deswegen finde ich es immer noch nice. Ja, man muss jeder kann sich ja selber aussuchen, was er macht. Und wenn er halt keinen Bock mehr hat, das Spiel zu spielen, ist es halt auch in Ordnung. Aber im Prinzip sind es natürlich dann am Ende die Developer schuld, die einfach nicht genügend Zeit und ja, Ressourcen einsetzen, um dann halt schnellstmöglich ein Update rauszubringen. Was ja auch in Ordnung ist. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man einfach, ja, wie gesagt, einfach was länger braucht. Aber dann muss man trotzdem die Community am Laufenden halten, weil sonst checkt halt keiner, wie lange das noch dauert. Und dann ist man halt mega genervt oder
Manche Leute sind mega genervt. Können ja mal eben kurz gucken, was gerade im Shop ist. Okay, nichts enorm Gutes hier. Dunkel kann man machen. Will ich aber nicht. Das heißt, ich hole mir jetzt einfach mal eine zufällige Frucht. Springfruit. Kann ich die noch spawnen? Nee, ne? Nee. Dann kann ich die bitte einfach ablegen. Zack. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Whitey spielt Blocksfruits und macht vielleicht dumme Sachen, weil er die Drachenfrucht gegessen hat. Bis dann und ja, ciao.